Ja, hallo liebe Zuschauer des Saal-Info-Kanals. Wir sind heute zu Gast bei Hendrik Püschel. Hendrik Püschel, in aller Kürze, ein DJ, ein Sänger, ein Moderator und ein wandlungsfähiger Humorist. Hendrik, hast du noch Humor in der jetzigen Zeit? Wie geht es dir? Wie sieht es bei dir hier aus? Man hört ja, die Veranstaltungsbranche liegt am Boden, ja, bei dir schon lange. Erzähl mal, wie fühlst du dich momentan? Was hast du für Wut im Bauch? Wie geht es dir? Ja, also Fakt ist, man kann mit der Situation eigentlich, mit Humor kann man sie vielleicht ein bisschen besser ertragen, aber ich habe eigentlich von Anfang an den Versuchungen widerstanden, jetzt zu sagen, ich muss jetzt unbedingt ein Comedy-Programm zum Thema Corona, Klopapier oder sonstiges machen. Ich habe jetzt auch kein Lied gemacht, obwohl ich da leicht und locker 3, 4, 5 Texte im Kopf gehabt hätte, was man hätte tun können. Aber ich denke mal, das Thema ist zu ernst, es betrifft auch zu viele Menschen, es polarisiert natürlich auch die Leute, zwischen denen die Sachen kommen, es ist nichts Party on, und zwischen denen, die sagen, um Gottes Himmels Willen, das können wir doch nicht machen und wir müssen jetzt und, ne? Also deswegen, weil es ja bei allen wirklich ganz tief in alle Lebensbereiche eingreift, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, finde ich, ist es noch nicht so weit, dass man darüber jetzt großartig Scherze machen könnte. So. Und wie es mir geht, naja, also seit 18. März ist hier Stubenarrest, ja. Und letztes Jahr im Sommer ging natürlich, das ist sicherlich auch vielen bekannt, ging das ein oder andere, war auch durchführbar, aber natürlich nicht auf normalem Level. Und natürlich ist auch die Verunsicherung enorm groß. Also es weiß ja keiner, wann kann ich feiern, wie kann ich feiern, mit wem darf ich feiern, mit wie vielen Leuten, unter welchen Voraussetzungen und so weiter. Deswegen, das wird sich also jetzt, denke ich mal, noch ein ganzes Stück weit hinziehen. Wut im Bauch habe ich in erster Linie deswegen, weil es eine katastrophale Kommunikation einfach ist, die stattgefunden hat. Man hätte ja auch wirklich dann schon frühzeitig sagen können, okay Freunde, wir machen jetzt nicht nur den November und den Dezember dicht, sondern stellt euch schon mal darauf ein, dass das auch bis März, April noch geht. So wie es jetzt ja teilweise schon rumkommt, und da werden noch einige sich dann überrascht die Augen reiben. Von daher, ich stelle mich jetzt erstmal drauf ein, auch wenn ich es natürlich jetzt scheiße finde, weil man hat nichts zu tun, man kann nicht raus und man sitzt jetzt hier im Stübchen. Aber gute Laune noch nicht verloren, das ist erstmal wichtig, darf ich auch nicht, weil sonst schaufelt man sich ja selber das Loch, in das man dann reinfällt. Du hast dir trotzdem was einfallen lassen mit deiner Internetsendung Song at Home. Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Es kam auf mich, also ich bin jetzt nicht irgendwie drauf gekommen und sagt, was machen wir jetzt hier, Strategie? Also das war nie mein Ansinnen, jetzt irgendwie sich an den Tisch zu setzen und sagen, jetzt machen wir hier so einen strategischen Plan, um Gottes Himmels Willen. Ich nehme halt viel auf, was auf mich zukommt, und es kam auf mich zu, dass ich festgestellt habe, okay, die Leute sitzen zu Hause, die haben nichts zu tun, denen fällt die Decke auf den Kopf, die sind auch ein bisschen unsicher und brauchen ein bisschen Struktur, und jetzt immer nur irgendwie hier Netflix gucken, ist dann auch doof. Also habe ich gesagt, ich mache jetzt für meine Freunde, Kollegen, Follower oder wie man das auch immer nennen möchte, ich mache ein bisschen Musik für die. Ne? Und da habe ich dann 2 Abende oder 3, glaube ich, oder 4 sogar, einfach eine Platte aufgelegt und sage, hier, guck mal, habe ich aus dem Plattenschrank geholt, lass uns das mal durchhören. Und an Tag 5, genau, ist Kenny Rogers verstorben. Kenny Rogers, der große Country-Sänger und vielen sicherlich auch bekannt. Und da habe ich gesagt, gut, ich habe ein Lied von ihm bei mir im Gesangsrepertoire, ich singe mal Buy Me a Rose, setze mich hier genau an diesen Platz, lass einfach hier eine Kamera mitlaufen, so wie jetzt, und singe das einfach mal. Das kam 4 Feedback, und seitdem geht das jetzt in Folge 209. Oder? So, und da schauen wir doch mal die erste Sendung rein, Buy Me a Rose. Genau. Guten Abend, liebe Zielgruppe, Tag 6 in der unfreiwilligen Quarantäne. Heute gibt's keine Platte, heute gibt's nichts vom Vinylstapel. Heute gibt es einen Live-Song aus aktuellem Anlass. Denn ich habe heute gehört, Kenny Rogers ist verstorben. Und deswegen jetzt einen, nicht seiner bekanntesten, aber ich glaube, einer, für mich jedenfalls, einen seiner schönsten Songs, Buy Me a Rose. He works hard to give her all he thinks she wants. A 3-car garage, her own credit card.
It pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose, call me from work, open the door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. Dann nochmal zum Thema Corona. Findest du die Maßnahmen überzogen oder gerechtfertigt? Ganz schwierige Geschichte. Also subjektiv sage ich natürlich, warum lässt man nicht wenigstens Veranstaltungen auf einem kleinen Level zu? Also so wie wir es im Sommer auch hatten, waren jetzt wirklich diese Veranstaltungen in öffentlichen Räumlichkeiten, in Hotels, in Gaststätten, wo es ja auch dementsprechend zum einen den Platz gibt, dass man die Leute also nicht pickepacke zusammenhockt, wo es auch ein klares Konzept gibt, Namensliste, Nachverfolgung möglich, wenn denn was sein sollte. Warum kann man das nicht auch, wenn auch mit reduzierten Personenzahlen, schlicht und ergreifend auch weiter laufen lassen? Gibt's? Mir tun die Friseure leid, die überhaupt nicht irgendwo große Schlagzeilen produziert haben, was Massenausbrüche und Superspreader-Events angeht. Mir tun die Hoteliers natürlich auch leid, wo ja wirklich die Leute nicht alle in einer großen Schlafhalle liegen, sondern jeder in seinem Zimmer. Also was soll da wirklich groß passieren? Und das ist, finde ich eben, man hat sich nicht versucht, mit der Situation einzurichten, sondern man versucht jetzt irgendwo natürlich die Zahlen runterzubringen, aber wir werden es nicht wegbekommen und schon in der Erkältungszeit schon gar nicht. Jetzt sagen wir mal, es geht wieder los. Und du kommst wieder in die Gänge. Hast du dir was Neues einfallen lassen schon für dein Publikum? Ist da was in Arbeit? Ich sag mal so, es wird dieses Song-at-Home-Format wird es natürlich, denke ich mal, auch verstärkt dann live geben. Also in dem Sinne, dass man, weil ich weiß ja auch nicht, ob es groß wieder Tanzveranstaltungen und sowas dann sofort wieder im vernünftigen und auch beschränkten Maße freigegeben werden. Von daher kann ich dann sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwo 210 Titel im Repertoire, für die es auch ein Video gibt, für die es auch sicherlich die Möglichkeit gibt, dass die Leute sich das vorher mal angucken, dann ihre Lieblingssongs auch einfach mal reinrufen können. Da kann man natürlich, denke ich mal, konzertant was machen. Ansonsten sag ich mal, wird das Programm sowieso ein anderes werden. Ich war jetzt auch ein Jahr ein bisschen aus der Übung, von daher sind da vielleicht auch einige Sachen ein bisschen weggerutscht. Man wird auch einiges sicherlich dann automatisch anpassen müssen. Ja, es wird, ich habe das ja öfters, dass ich auch bei Menschen dann zum zweiten oder dritten oder vierten Mal bin und sage, ja, jetzt kennt ihr auch das ganze Programm, aber du fängst wieder von vorne an. Ich sage, das kennt ihr aber schon. Nee, es ist ja immer anders. Und dann ist es okay. Dann wünschen dir wir vom Saale-Info-Kanal. Bleib stark, Kopf hoch, ganz wichtig, es kommen auch wieder andere Zeiten. Das wollen wir hoffen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.